Die Sonne hatte am Nachmittag ja ab und zu mal eine Chance, aber bereits während des Aufbaus der Stände zum diesjährigen Nordhofer Dämmershopping zog es die Blicke häufiger als sonst zum Himmel in Richtung Westen. Denn genau von dort war ja Tief Michael unterwegs, um immer wieder Regen, Hagel und leider auch viel Wind nach Nordhof zu bringen. Der Laternenumzug, begleitet von Polizei, Feuerwehr und Feuerwehrmusik, wurde allerdings, und sehr zur Freude der Beteiligten, mehr vom Wind und weniger vom Regen oder gar von Hagel gestört. Auch die vielen anderen musikalischen oder aber auch feurigen und barfüßigen Darbietungen, die sich über die ganze Innenstadt verteilten, blieben zunächst verschont, auch wenn sich die Temperaturen dank der immer wieder einsetzenden Böen manchmal anfühlten wie im tiefsten Winter. Da war es schon sehr angenehm, dass es an vielen Ecken heiße Getränke in Form von Glühwein, Saft oder Punsch oder wenigstens eine heiße Grillwurst gab. Trotz des nicht ganz angepassten Wetters waren an diesem Abend erstaunlich viele Menschen auf den Beinen, um die längeren Ladenöffnungszeiten zu nutzen und das eine oder andere einzukaufen, wie in der Bahnhofstraße bei Schönheit am Mittelpunkt. Allerdings hatte eine Sturmböe den liebevoll hergerichteten Pavillon zerstört, sodass eine Schülerband aus Neumünster samt Kunden und Besuchern plötzlich im Regen standen. Andere hatten da mehr Glück. Entweder die Zelte hielten dem Wind und Regen stand oder sie konnten dank körperlichen Einsatzes gerade noch gerettet werden. Am Ende war es eigentlich wie immer. Der Verein für Handel, Handwerk und Industrie als Ausrichter der Veranstaltung konnte trotz des nicht ganz angepassten Wetters auf viele Besucher und Kunden zurückblicken und auch das Dämmershopping 2017 wieder als Erfolg verbuchen.